ist ein nagelneues Cockpit im Prinzip. Das ist ja extra für uns jetzt hier so eingebaut worden. Also es hat ein komplettes Avionik-Upgrade gegeben. Dazu gehören halt maßgeblich hier diese großen Displays. Das sind die beiden sogenannten Primary Flight Displays. Hier ein kleines, auf der anderen Seite etwas größeres. Sind jetzt leider gerade schwarz, weil nichts eingeschaltet ist. Da sehen wir halt die primär wichtigen Funktionen. Sowas wie Höhe, Geschwindigkeit, wie schnell wir steigen, wie schnell wir sinken, in welcher Lage das Flugzeug ist. Das sind halt alle Sachen, die dargestellt werden. Und halt auch der Kompass, also die Richtung, in die wir fliegen. Und auch die Ausgaben der Navigationsinstrumente. Die werden halt auch dort gezeigt. Ja, dann haben wir hier in der Mitte noch die ganzen Instrumente für die Triebwerke. Da sehen wir halt hier unten den Kraftstoffvorrat, die Temperaturen, den Öldruck und ja, Fuel Flow, also wie viel Kraftstoff gerade gebraucht wird. Hier sind noch Drehzahlen und der sogenannte Torque, das ist eine wichtige Stellgröße für die Turbinen. Darüber kriegen wir letztendlich auch die Leistung mit, die wir aus den Triebwerken ziehen. Und hier in der Mitte haben wir dann die ganzen Funk- und Navigationsgeräte. Da stellen wir halt ein, welche Strecken wir fliegen wollen. Wir können also mehrere Wegpunkte hintereinander abfliegen, die dann der Autopilot hier unten auch wieder mit ansteuern kann. Das ist also alles hier schön verteilt im Cockpit. Hier unten ist der Autopilot. Diese ganzen Knöpfe steuern die verschiedenen Funktionen. Ja, hier in der Mitte haben wir dann die ganzen Sachen für die Triebwerke. Das sind eigentlich die Leistungshebel. Hiermit stellen wir die Propellerdrehzahl ein. Und hiermit wird der Kraftstofffluss unterbrochen zum Abstellen der Triebwerke. Hier unten haben wir dann auch noch ein bisschen was für die Triebwerke, für den Tank, die sogenannte Trimmung. Damit können wir das Flugzeug quasi besser geradeaus fliegen lassen, dass man das Steuer loslassen kann und das Flugzeug trotzdem geradeaus fliegt. Ja, und dann haben wir rechts und links, also hier auf der rechten Seite ist ein sogenanntes Sicherungspanel. Da sind halt jede Menge Sicherungen drauf für die einzelnen Subsysteme, die wir dann auch gezielt einzeln an- und ausschalten können, wenn es denn erforderlich ist. Und auf der linken Seite, da sind dann die ganzen Knöpfe zum Anlassen und zum Steuern des Flugzeuges. Hier haben wir jede Menge Lichtschalter. Das hier ist alles, was für die Enteisung erforderlich ist. Hier sind noch ein paar elektrische Systeme. Und das da vorne sind eben die ganzen Knöpfe, mit denen wir das Flugzeug anlassen, mit denen wir ja, den Starter betätigen, die Zündung und so weiter. Das sind hier alles Schalter und kein Zündschlüssel, wie es im Auto zum Beispiel ist. Ja, dann haben wir hier oben noch diese kleinen sogenannten Annunciator-Panel. Da werden halt wichtige Meldungen angezeigt, die halt ja entweder irgendwelche Systeme, die fehlerhaft sind, die leuchten dann da auf oder halt auch normale Betriebszustände. Wenn irgendwas eingeschaltet ist, kriegen wir das darüber mit. Das ist also sozusagen ein zentrales Informationsdisplay, wenn das Flugzeug uns was mitteilen will. So könnte man das auch sagen. Ja, das war es eigentlich schon im Wesentlichen. Steuerhorn ist klar. Damit, so geht's rauf, so geht's nach links, so geht's nach rechts. Einfach gesagt, und unten haben wir dann noch als Pedale die seitliche Richtung, also das ist das Seitenruder, beziehungsweise am Boden steuern wir darüber auch die Richtung, das ist da quasi unser Lenkrad, und an den Fußspitzen dann die Bremsen. Ja, und dann haben wir natürlich noch so andere wichtige Sachen wie den Fahrwerkshebel. Das ist also hier eigentlich nur ein kleiner Schalter, da müssen wir natürlich aufpassen, dass der vor der Landung immer schön unten ist. Das ist eine schöne Mischung aus einem modernen Cockpit, sprich dieses Glascockpit, was man so oft hört, und den alten Analoginstrumenten für die Triebwerke. Die haben wir hier beibehalten, weil das ein sehr großer Aufwand gewesen wäre, die zu ändern. Aber was eigentlich fast jedes Flugzeug noch als klassisches Rundinstrument hat oder als mechanisches Instrument, ist der alte Kompass, der sogenannte Whisky-Kompass. Der ist also tatsächlich in der Alkoholflüssigkeit gelagert, damit er ein bisschen gedämpft ist. Den gibt es eigentlich in fast jedem Flugzeug. Der hält sich wacker.